so, ach, das sind die Verteidigungsgruppen vom anderen. Die greifen auch direkt schon mit an, weil sie denken, hey, ich möchte das Ding verteidigen. Lass mich doch mal bitte hin. So, das kommt nachher auch noch mit dazu. 28 brauchen wir mittlerweile, das ist viel. Das ist viel, dann können wir nachher wirklich noch gucken, dass der ein bisschen was bekommt. Kommandant verwundet, das macht nichts, das macht rein gar nichts aus. Ich überlege gerade echt einen zweiten Trupp rüber zu schicken. Das können wir eigentlich mal machen, oder? Die Meere sind leicht feucht. Leicht feuchte Meere. Wie wär's denn mit... Wer hat denn noch einiges übrig? Damals. Ihr schaut doch relativ gut aus, oder? 23 Stück, yep. Schippert mir doch mal bitte nach dorthin. Na, die Meere sind relativ sicher. Mit auf relativ sicher. Ich hoffe, die kommen richtig an. So, sonst schon mal keine Probleme momentan, oder? Nein. Deutschland wird immer noch festgehalten. Ja, hier hinten gerade besonders. Die Sowjetunion aufgefressen wird von Japan. Also, danach müssen wir die Japaner angreifen. Das hilft alles nichts. Das hilft sowas und alles nichts. Ja, verbessert das hier, verbessert das dort. Gischtiger, alles durchpumpen. Alles mitnehmen, alles drumherum, was wir nur irgendwie herbekommen können. Propaganda brauchen wir gerade keine mehr machen. Nein, das geht so weit, würde ich sagen. Das geht echt so weit. Oho. Dann gibt es ein bisschen mehr Stahl. Ich bedenke, wie viel gerade wir importieren ein bisschen von Amerika. Es ist gerade nicht ganz so schön. Okay. Dann sagen wir noch, du hier. Wir könnten doch jetzt bestimmt sagen, du gehst mal dort hin. Auch wenn die Versorgung dann ein bisschen böse ausschauen wird, ein bisschen arg böse sogar, machen wir es trotzdem. Versorgung, die bauen wir gerade aus. Ja, die wurde ausgebaut. Mehr haben wir aber noch nicht hier. Gerade sagen, Moment. Schnapp dir erstmal den hier unten. Dann sehen wir weiter. Und. Es wird böse. Es wird echt böse werden. Aber hoffentlich kriegen wir es hin. Und rein mit dir. Zack, Bingo. Überwältigende Wahrheit. Angegriffen. Ich hab niedergewalzt. Das gleiche machen wir gleich mit denen hier drüben. Auch wenn wir jetzt eine höhere Verschleißrate haben, müssten wir es dann trotzdem zustande bekommen. Ich wollte sagen, hey, lässt du mich jetzt in Ruhe? Lass mich da rein. Lass mich sowas von da rein. Und hier noch überrennen. Wunderbar. Überrennen ist eine wunderbare Sache. Herrlich. Okay. Dann können wir jetzt nämlich sagen, wir machen eine Umstrukturierung hier an der Front. Ich möchte bitte, dass diese Frontlinie quasi von da nach da geht. Und sich Richtung so rum durchfrisst. Bingo. Hier möchte ich die Frontlinie bitte von da. Na komm, Dankeschön. Von da nach da. Und ich möchte, dass sie sich bis nach da unten durchfrisst. Wunderbar. Und zwar natürlich alles aggressiv, wenn schon denn schon. Es müsste viel Neuorganisation passieren wahrscheinlich. Ja, es geht. Setze ich noch ein bisschen in Grenzen. Portugal. Ja, der Port hier macht mir noch was Probleme. Solange der noch da ist, wird es natürlich immer unschön bleiben. Okay, wie schaut es denn hier mit den AWRs? 34%. Es wird doch besser. Auch Mali, es sinkt doch alles. Wenn wir genug Leute zur Unterdrückung haben, dann funktioniert es auch.
Also wie gesagt, Infrastruktur ist gerade ein bisschen gekillt, mit Betonung auf ein bisschen. Aber ich hoffe einfach mal, können wir noch ein bisschen was upgraden hier? Können wir, wunderbar. Yep, das können wir nämlich auch noch mitnehmen. Verbesserte U-Boot-Schnorchel ist gemacht. Verbesserte Torpedo-Ausstoß. Yep. Jetzt können wir doch schneller mal nachgucken. Es gibt da hier Patterns für U-Boote. Yep. Minenkriegsführung. Minenlegor. Nein, das machen wir da. Torpedoraum. Torpedoraum Stufe 4. Okay, das wäre der eine. Modul für verbesserten Schnorchel. Bessere Motoren. Das hier. Ja, das können wir richtig upgraden. Wenn wir natürlich jetzt noch den anderen Technofons haben, dann können wir uns das leisten, ein paar Mega-U-Boote zu haben. Ich wollte gerade sagen, die können wir sogar einnehmen. Ich glaube, die können wir sogar einnehmen, genauso wie wir, oder? Das können wir auch einnehmen, yep. Wir haben den längeren Arm. Wir haben den längeren Arm an der Stelle. Das hier auch. Yep, geht auch. Okay, wir haben bloß einfach nur Versorgungsprobleme. Nice. Dann auf geht's. Übernimmt die gesamte Front hier. Oh, schade. Halte die doch mal kurz auf, wenn es geht. Yep, zumindest ein bisschen aufgehalten, das passt schon. Dann nehme ich noch dies hier mit. Und danach sollten wir hier auch besser aufräumen können. Yep, Bauwesen abgeschlossen. Noch ein bisschen mehr, ein paar mehr Prozente rausholen aus unseren vorhandenen Rohstoffvorkommen. Aber sonst sollte es eigentlich klappen. So, ab nach da hinten. Du auch ab nach da hinten. Und die Eingriffseinheiten sollten dann weiter nach vorne rücken können. Yep, machen sie auch. Ja, ich verstehe hohe Verschleiß. Aber es werdet ihr trotzdem schaffen. Die Beweisung gegen den Balkan? Natürlich. Einige Staaten. Hier, jetzt greifen sie aber richtig schön an. Es wird besser, es wird besser. Die Stärke des Deutschen Reichs geht immer mehr zurück. Italien, oh ja, wenn Italien hier oben einnimmt, können wir eine Gegenoffensive machen. Dann können wir eine Gegenoffensive machen, aber sowas von. Okay, hier, da nein. Zack. Es sind nicht viele, aber vielleicht können wir ja quasi sagen... Neue Überfälle hier machen. Und ihr bitteschön Patrouillen hier machen. Was soll's? Rein mit euch. Da ist so viel los, da könnt ihr bestimmt auch ein bisschen Spaß haben. Südamerika kapituliert. Ja, es ist unschön, das ist richtig unschön. So, ihr nehmt das alles ein. Das passt soweit, das passt soweit. Kommen jetzt ein paar mehr Truppen nach und nach. Yep, sie kommen, sie werden kommen. Oh ja, ich liebe es. Ich liebe es, wenn sich der Gegner zurückzieht. Moment, warte mal. Ich sehe gerade was Unschönes. Die Linie ist viel zu groß. Ich würde sagen, das könnt ihr nämlich nicht halten. Bei weitem könnt ihr das nicht halten. Deshalb wiederum schon. So, besser. Wesentlich besser an der Stelle. Und haben wir eine Chance zu gewinnen momentan? Okay, nicht wenn die gesamte Navy anrückt. Sage mal, seid ihr des Wahnsinns hier. Mein Schönes, sie können uns nicht orten. Das ist schon mal etwas. Sie können uns schon mal nicht orten, nachdem wir eigentlich hauptsächlich nur noch auf U-Boote ausgelegt sind. Aber das macht nichts.
Das macht rein gar nichts aus. Hier schaut es besser aus, hier schaut es auch besser aus. Yep. Divisionen und hier sind 23 Divisionen. Yep. Denen geht's alle wesentlich besser momentan. Oh, schee. Schee, wenn es auch mal gut läuft. Ach, wir haben schon wieder welche übrig. Dann schmeißen wir hier mit rein. Handelsschiffe, Handelsschiffe. Und die British Navy. Oh, schade. Ein U-Boot verloren bei der Aktion. Na, was soll's. Es sind jetzt wirklich nur die Anfangs-U-Boote. Gerade sagen, bewegt euch nach da unten. Das sind Chrom. Da ist jede Menge Chrom. Wofür wir es nicht brauchen, aber da ist Chrom. Hauptsache, wir können es dem Gegner wegnehmen. Allein das macht es schon wert, nach da unten zu gehen. Ja, verbessert das Ding, verbessert hier und hier und hier und auch wunderbar. Die scheint sich nach und nach verpissen zu wollen. Ja, die hauen sowas von ab. Also ist ihr alle nach denen, auch wenn das Geld dann überlastet wird. Wir brauchen euch da drüben. Wir brauchen euch so gut, wie es nur irgendwie geht. Also wie wir hier aber nicht mehr Japan brauchen. Jungs, Japan ist ja echt unschön. Ganz, ganz unschön sogar. Wenn wir die irgendwie... Ja, yeah, Australien. Kritisch ist einfach durch U-Boote. Gefällt mir sogar sehr. Der Rest zieht sich zurück, bevor die... Der Rest der Flotte kommt. Ja, warum nicht? Komm. Sag ich nicht Nein dazu. Sag mal, wir sind auf U-Boot-Jagd bei uns, okay? Sie wollen uns natürlich auch haben. Wie du mir, so ich dir, würde ich mal behaupten. Aber nichts, was man nicht irgendwie abfangen könnte. Ja, ein U-Boot, ein einziges Verlorer. Zack, Fernmeldekompanien. Hier auch ein Upgrade dazu. Können wir noch ein paar her? Guck, wir gingen für einen neuen nach. Kaum sind sie kaputt, schon sind sie widersetzt. So schnell kann es gehen. Und hier oben werden sie, hier auch, hier auch, hier auch. Gerade im unteren Bereich können wir ordentlich punkten, stelle ich gerade fest. Aber so richtig punkten sogar. Und der könnte sogar bis nach da unten fahren. Nee, guck erstmal so rum. Portugal, ich verstehe schon. Nimm das einfach alles mit, wenn du fahren kannst, ist es schon mal gut. Da sage ich nicht Nein dazu. So, die gesamte Armee kommt mal nach unten. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, wirklich so schnell wie möglich. Nimm den Zug. Ihr dürft immer Züge verwenden, meinetwegen. Da sage ich nicht Nein dazu. 600. Oh, das sind viele Truppen gerade da. Hehehe. Das sind echt viele Truppen gerade da. Nichts, was wir aber nicht durch ein paar Upgrades machen könnten. Wie lange dauert denn sowas eigentlich? Pro Monat ein Upgrade, das passt, das passt. So, und der Rest kann hier und dort ein bisschen gehalten werden. Ja, warum nicht? Also, vielleicht noch weitermachen. Ja, ein bisschen schlechte Gesamtversorgung, aber allgemein würde ich sagen, es könnte vielleicht funktionieren. Der gute Kurt, der Student hier. Yep. Zu viel Strategien, zu viel in die Gegend rumgeballert, das passt. Dieser Fluss gehört uns. Der gehört sowas von uns. Okay. Wir haben keine Küsten mehr, warum machen, sondern nur die Häfen. Schaut ein bisschen besser für uns aus momentan. Immer schön weiterschießen, das ist immer noch 140. 150 Schiffe da drin, ich glaube, ich spinne. Oh, sie können es zurücktreiben, sie können es zurücktreiben. Oh, wunderbar. Wie viel hat denn Deutschland noch? Sie haben noch einiges anzubieten.
Aber sie sind nach und nach, wenn sie zurückgedrängt von allen Seiten. Ja, bitte verliert alle. Irland hat die jetzt erst. Okay, warum nicht? Warum nicht? Irland kommt ein bisschen zu spät in die Party rein, so wie es ausschaut. Nachdem wir so eh nicht so viel machen können, so wie ich gerade feststellen muss, leider. Über die ich gerade ernsthaft danach. Ich meine, ihr seid mit denen hier verbündet. Was ist aus mit Japan? Wir greifen zuerst Japan an, bevor wir die Alliierten angreifen. Ich würde gerade sagen, ich könnte hier schon mal Truppen postieren und dann die Vereinigten Staaten angreifen, aber. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Ich verspäte schon mal Panzerforschung. Ist ja auch nicht das Verkehrteste momentan. Gott sagen, übernehmen doch mal das Fahren hier. Während ihr euch weiter aufteilt, so gut wie es geht. Die Versorgung soll nach und nach besser werden. Und das nächste, was wir haben. Wenn wir Turbos, wenn Torwerfer auf leichten Schiffen und Kreuzen montiert werden, können sie feindlich Großkampf finden. Jetzt brauche ich gar nicht. Moment. Waffentechnik, Schadensbegrenzung, Feuerleitsystem, Minenführung, nein. Ich glaube mal, wir können für die Urbote gar nichts mehr machen, so wie es ausschaut. Okay, dann einen Moment. Nun einen Moment. U-Boot der Klasse IV. Den verbesserten Motor. Die besseren Torpedorohre. Noch mehr Torpedos. Und verbesserter Schnorre Typ 2. Minenführung. Sollen wir noch mehr Minenführung haben? Nee, weil Minen sind eigentlich langweilig. Dann lieber den hier noch machen. Yep. Dann haben wir die U-Boote, die wir brauchen. Das heißt, du wirst mir in Zukunft. Halt, weg damit. Yep. Du wirst mir in Zukunft den besseren U-Boot-Typen machen. Yep. Dauert alles länger, aber macht nichts. Und das Gute ist, die brauchen sogar Chrom, welches wir quasi am Besorgen sind. Kuba hat ein bisschen Chrom übrig. Nehmen wir es doch gerne an. Ich nehme gerne den Chrom an. Kuba und Republik 80 nach Kanada wird exportiert. Das ist natürlich nicht schön. Okay, das heißt, wir können aber sagen, U-Boot-Angriffe werden verbessert. Yep. Weg mit den Kreuzern, her mit den Angriffstorpedos. Kuba, her mit dem, was du hast. Ich nehme alles gerade momentan entgegen. Jedes bisschen Metall ist gerne gesehen an der Stelle. Ich würde sagen, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich habe hier zu tun, ich muss hier durchfahren. Ich habe hier zu tun. So, wie schaut es denn hier aus? Gibt es hier immer noch Probleme? 34. Ihr möchtet einfach nicht besser werden, oder? Ja, aber es geht theoretisch nach unten. Theoretisch geht's nach unten. So, besser. Die schaut schon mal wesentlich besser aus. So, was produzieren wir gerade noch alles? Die 19. Oktober, die dauert natürlich jetzt ein bisschen länger. Ein bisschen arg viel länger sogar. Ja, ein neues Teil, wo wir angreifen können. Oh, super. So macht das doch wesentlich mehr Spaß, wenn wir wirklich schön in den Angriff gehen können. Gerade sagen, yep, sie haben den immer. Dieser eine Stützpunkt ist noch, der es ausmacht von Spanien. Ach, das ist Spanien. Ach, das ist ja kein Problem. Mit denen sind wir befreundet. Das sind diese zwei Mini-Inseln noch, die uns quasi hier alles kaputt machen.
Beziehungsweise sie können noch lange fahren, das heißt, das gehört ihnen gar nicht mehr. Warum sind sie denn immer noch hier? Das müssen wir denen ganz schnell austreiben, dass die hier sind. Ich wollte gerade sagen, beweg dich hier rein, ich bitte dich. Ihr habt einen Angriffsbefehl, der nach unten geht und ihr nach oben. Und ihr dürft angreifen, so viel ihr möchtet. Also wirklich nonstop angreifen. Ich sage nicht nein dazu. Wir sind zwar hier und dort ein bisschen im Minus, aber allgemein können wir davon leben. Aber sowas von bessere Aufklärungstrupps, ja, nice. Bessere Wartungstrupps auch machen. Und immer noch hält sich Deutschland. Moskau wird immer mehr angegangen von Japan. Habt ihr überhaupt noch Truppen, um was zu machen? Ihr habt noch Truppen, aber... Oh, meine Güte. Ich würd zu gerne schnell nach da oben kommen. Ich würde zu gerne schnell nach oben kommen, aber... Das ist gerade nicht im Bereich des Möglichen, leider. Schützpunktangriff ist eigentlich auch nicht. Wir machen wirklich einen Handelskrieg. Das können wir noch machen. Damit unsere Truppen auch noch ein bisschen besser dastehen. Okay, die bewegen sich bereits. Okay. So ein bisschen nachgucken. Nicht, dass sie jetzt gerade irgendwie Schwachsinn betreiben. Hallo? Ich wollte gerade sagen hier. Ihr könnt da nicht reingehen. Schade. Die ist jetzt mehr als schade. Können wir euch denn bitte umzingeln? Oh, das wäre natürlich das Coolste überhaupt. Einmal nach da oben fahren. Die Truppen müssen ja nach und nach entlang kommen. Mal gucken, ob sie es raffen oder nicht raffen. Na, sie verstehen es leider, was ich vorhab. Oh, ist nicht gut, ist ganz gar nicht gut. Du hier, komm hier zurück. Ich will jetzt zurück, das müssen wir wieder einnehmen. Ich würde gerade sagen, bleib schön da, alle Mann hier bleiben. Willst du noch schneller fahren? Ja, du solltest gleich da sein. Du solltest gleich da sein, komm, komm, komm. Ich gebe Gas und ich will Spaß. Los, 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 los. Ja, die Armee muss erstmal nach unten kommen. Das ist gerade wirklich das größte aller Probleme. Ihr 10 hier. Macht mir jetzt ein. Ihr macht mir jetzt was Gutes. Ihr geht nach da drüber hin. So schnell ihr könnt. Ich würde sagen, so schnell wie möglich dahin mit 10 kompletten Kompanien. Also den rennen wir jetzt über den Haufen. Alles andere akzeptiere ich an der Stelle nicht. Weil die zwei hier haben jetzt... die haben großen Verscheiß. In 15 Tagen. Bewegt ihr euch jetzt gerade nach da hinten hin? Okay. Der geht nach da drüben hin. Ich wollte gerade schon sagen, hey Kollegen... Es ist ein einziger hier. Der ist nur ein einziger. Wir könnten theoretisch auch sagen, wir verarschen sie. Das können wir auch machen. Könnt ihr schnell genug... Ist da überhaupt irgendwo einer? Ja, da hinten ist noch einer, aber das war es auch schon. Ach, Mann. Greift darüber an, das passt dann schon. Radiert sie aus. Einfach nur bitte ausradieren, das passt dann schon. Preiskonsum ist 45. Das ist ein Beruf, wo die das Regierung, wir entwickeln. Aha. Hilft bis alles noch nichts. Schön für die Reiskonferenz, aber es hilft noch nichts bisher.
5 U-Boote verloren bei der Aktion. Eieiei, das tut natürlich weh. Aber hey, guck mal, ihr bekommt neue U-Boote, bessere U-Boote, stärkere U-Boote. Haben wir die Kompanien verbessert? Verschanzen noch verbessern. Das ist gerade echt unschön, was hier betrieben wird mit uns. Wirklich unschön sogar. Jetzt sagen, der möchte doch eigentlich nach da drüben hin. Lasst ihn doch einfach. Lasst ihn doch einfach nur durch. Ihr habt noch mehr Angriff auf die Torpedos. Ich glaube, die zwei kommen jetzt weg vom Fenster. Die durften wahrscheinlich echt weg vom Fenster sein, wenn ich das gerade richtig sehe. Infanterie und... Alter Witzka. Wie viel Infanterieausrüstung brauchen wir gerade? Das ist nicht mehr feierlich. Auch nur, weil wir hier nicht weiter durchkommen momentan. Ach, Manno. Das nervt gewaltig. Wenn wir da hinten jetzt noch was landen können, das wäre natürlich schön, aber... Ich bezweifle es gerade ganz stark. Wir können was ausprobieren. Wir können was ausprobieren. Ihr hier? Geht beide nach da hinten hin. Und dann sagen wir einfach mal, ich möchte bitte... Einen Seeangriff gab es in letzter Zeit eigentlich nicht. Sehe ich das richtig? Nein, den gab es nicht. Er ist momentan noch als einsatzfähig. Ihr hier. So schnell wie möglich nach da hinten gehen. Und danach geht ihr mir bitte... nach dorthin. Und danach gucken wir, dass wir hier unten eine Seeinvasion hinbekommen. Halbieren, dankeschön. Das Gebiet noch mit hinzu. Wunderbar. Und beeilt euch, gebt Gummi. Gebt so viel Gummi, wie ihr nur geben könnt. Und Trupp 1 schon mal ausgeschaltet, so wie es ausschaut. Okay. Bitte nicht mehr so aggressiv vorgehen. Das scheint nämlich gerade nicht ganz so gut zu laufen. Sagt, der kann eigentlich mal gucken, ob er bis nach da unten durchkommt. Was anderes bringt es eh nicht. Ne, momentan nicht. Ich würde sagen, bitte einmal überall hin. Ab nach da oben. Wenn wir es nämlich abschneiden können, das wäre das Beste überhaupt. Einmal abschneiden und gut ist. Und du kannst noch flankieren von der Seite. Na, der nämlich gar keine Chance für den Moment. Okay, hat er doch noch. Hat er doch noch. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Der hat doch noch ein bisschen mehr Organisation als wir momentan. So, wo seid ihr denn? Ihr seid hier, okay. Dann sagt mir nämlich einer von euch, und zwar der Trupp hier, kommt extra raus für eine Seeinvasion von hier nach da unten direkt. Bingo. Zack. Mitnehmen das Ganze. Alles an das Kaltjacke wie Hose. Hauptsache es funktioniert. Wenn das funktioniert... Oh, das wäre super. Nennt man nämlich eine weitere Front hier oben. Das heißt, hier haben wir unseren Spaß für den Moment. Oho, legitimer Spaß sogar, so wie es ausschaut. Und jetzt müssen wir mal gucken. Sie haben nichts, ihr habt nichts mehr zu tun. Moment. Das bezweifle ich mal ganz stark. Ich würde gerade sagen, hier... Wenn wir was machen können, dann ist es quasi hier Afrika so zu modernisieren, dass hier auch was draus wird. Was soll es alles modernisieren? Ihr braucht einfach nur Beschäftigung, so wie es ausschaut. Ihr braucht nur Beschäftigung.